Schauen wir uns mal den Gerrit AD Pro an mit seinen 15 kHz, wie die verschiedenen Objekte. Du sitzt doch vor mir. Na gut. Das stimmt. Du magst die Kamera nicht? Ja, moin erstmal. Wir lassen den Vorspann nochmal laufen, dann habt ihr nochmal Zeit anzukommen. Und wir überziehen noch um 2 Minuten. Moin und willkommen zum, ja, ich weiß, Patrick, zu späten Sammeldienstag von Crazy Detectors. Mein Name ist Stefan, im Hintergrund ist die Alex. Grüß euch. Die hat ja ihr eigenes Mikrofon, Gott sei Dank. Hast du das ausgemacht? Nö, ich habe das wieder angemacht. Denn die Alex, wo ist sie? Damit ihr sie auch mal gesehen habt, damit es nicht mehr heißt, wer ist denn da? Das ist die Alex, meine Kollegin, die mit mir zusammen Crazy macht, Marketing und so weiter. Und mich während der Show meistens disst. Verstehe ich überhaupt nicht. Ja genau, zieh das Mikro ruhig wieder weiter zu dir hin, damit sie dich alle wieder hören. So, der Patrick kriegt erstmal Redeverbot. So, also, erstmal moin in die Runde. Tut mir leid, dass ich zu spät bin. Das sollte eigentlich alles ein bisschen anders laufen. Ich wollte euch nämlich ein paar schöne Clips vorbereiten auf einem anderen Laptop, weil ja letztes Mal das Problem hier war. Das Problem war, da hat er irgendwie das Mikrofon und die Kamera nicht haben wollen. Deswegen mussten wir jetzt nochmal rumspringen auf den alten Laptop. Also verzeiht's mir. Ja, Thema wird heute sein Leitwerte. Und zwar ziehe ich gleich mal so nach und nach ein paar Clips rein und zeige euch mal, was wir so rumgetestet haben. Weil es kommt ja doch immer wieder die Frage, Leitwerte, was ist denn das? Wo kommt Leit, wo kommt Gold rein? Was ist ja 32 für den Leitwert? Und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen auch die Frage, ändern sich Leitwerte mit Frequenzen? Gibt es Besonderheiten? So, das soll heute so ein bisschen Thema sein. Denn ihr wisst ja, wir wollen ja immer, auch gucken mal, herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag und alles, alles Gute. Den Rest kann ich gar nicht lesen. Muss ich was mit den Augen haben? Komisch, irgendwie habe ich immer so eine Rechtschreiblese-Sehschwäche bei sowas. Ich dachte, das ist ein Déjà-vu, weil du das jetzt schon häufiger die Tage gelesen hast. Stimmt. Ich habe ja Geburtstag gehabt und ich habe ganz viele Glückwünsche bekommen. Oder meintest du den Rest? Ja. Nein. Scheiße, ich habe die Schokolade nicht am Mann, sonst hätte ich sie wieder verboten heute. Also, genau, der Ton macht die Musik. Da geht's los. Wir warten jetzt erstmal, bis noch so ein paar Leutchen eintrudeln und dann starten wir. Servus in die Runde. Moin Bianca, schön, dass du auch wieder dabei bist. Ich hoffe, also ihr seht, Bild läuft schon mal wieder besser wie letztes Mal. Das heißt, der Laptop wird durchhalten und nächstes Mal sind wir pünktlich und haben definitiv eine, was wollte ich denn sagen? Eine Lösung. Genau, eine Lösung parat. Moin Herr Weinlich. So, das heißt also, wieso geht denn das hier nicht automatisch weiter?
Super, zu diesem Thema habe ich auch eine Frage. Okay, wir können ja erst mit den Fragen anfangen. Ihr könnt ja mal die Fragen reinhören und ich ziehe schon mal noch ein paar Clips rein, denn das, wir haben extra für euch, wie wir waren, 5 oder 6 Clips gemacht. Ne? Ich glaube, es waren 5 oder 6. Haben wir extra für euch heute noch gefilmt, dass wir ein bisschen was zum Zeigen haben. Ich hoffe, tonal ist alles gut. Mein Mikrofon und Alex, ihr Mikrofon sollte eigentlich funktionieren. Moin Sven! Und genau, also, wenn ihr schon mal Fragen zum Thema Leitwerte habt, haut sie mal rein. Der Patrick darf nicht, der hat Redeverbot. Spechtverbot. Wo kann ich den blockieren hier? Ich mach das. Ich blockiere dich. Oh, ganz lieben Dank für die Glückwünsche. Und genau, also, wenn ihr Fragen habt zu Leitwerten, haut sie schon mal rein. Unterhaltet euch schon mal miteinander. Ich hau hier nochmal schnell ein paar Clips für euch rein. Total professionell, on the fly. Das heißt also, jetzt während ich hier mit euch rede. Ich habe es halt echt nicht geschafft. Also ich hatte alles vorbereitet, aber es hat halt nicht funktioniert. Da kann der dicke Mann also mal nichts für. Vielleicht erzählt die Alex ja mal was von... Achso, genau, wir waren an meinem Geburtstag Sondel. Mit 4 Mann. Und die Alex möchte euch bestimmt mal im Hintergrund, während ich hier arbeite, erzählen, mit was sie unterwegs war und was sie gefunden hat. Alex, ich überreiche das Wort. Ah. Zu nett. Ich dachte, du zeigst erstmal deinen neuen Hoodie. Den versteckst du hier total. Ja, das mache ich gleich. Erzähl erstmal. Ich muss vom Schrottwichteln erzählen. Zum Beispiel. Na, erzähl, wie war es denn? Haben wir was gefunden? Es hat geregnet. Wir haben ganz viele Abziehlaschen und Kronkorken gefunden. Das stimmt tatsächlich. Und Aluverschlüsse, Reißverschlüsse. Das stimmt. Als nächstes nehmen wir uns jetzt mal den Apex in. Genau, du hast tatsächlich gewonnen. Also, wenn wir um die Wette gemacht hätten, hättest du ja gewonnen. Hätte ich mal nie gedacht, dass man mit 60 Cent gewinnen kann. Ja, ich auch nicht. So, das kommt auch hier vorne hin. Welches Gerät hattest du? Ich hatte den Simplex dabei. Genau. Seht ihr? Und ich hatte, also, es war ja da... Ich kann nicht sagen, dass du den Deus hattest, oder? Weil ich verloren habe? Natürlich wird das gesagt. Hier geht es nur mit rechten Dingen zu. Die Alex hat mich abgezogen mit dem Simplex, aber du musst auch erzählen, warum. Weil du mir geholfen hast? Genau, weil ich ihr geholfen habe. Das war ja, also eigentlich war das ja ein... Stefan muss aus der Bude raussondeln, denn ja, viele von euch wissen ja, ich bin ja jetzt Altenburger, ich bin jetzt getrennt und so weiter. Und meine lieben Freunde wollten einfach nicht, dass ich auf meinem Geburtstag alleine in der Bude hocke, wo ich dann sicherlich ausgeschlafen hätte und betrunken wahrscheinlich den Tag verbracht hätte im Warmen. Ohne die nette Schokolade, die ich gekriegt habe. Auf jeden Fall waren wir mit 4 Mann los. Das heißt also, ich war dabei, ich hatte den Xpedios 2 dabei. Um auch den Stuhleinspaten zu testen, waren wir ja draußen, den neuen Spaten. Dann die Alex mit dem Simplex, der Christian mit dem Apex. Ist auch sehr gut klargekommen, muss ich sagen. Der Christian ist zum 2. Mal den Apex gelaufen und jetzt auch mit dem neuen Update. Also muss ich sagen, Hut ab. Also er hat dann schon wirklich so nach den ersten 10, 20 Minuten hat er selber schon gesagt, so, ach, hör mal hier, mal kurz Kreuzschwenk gemacht, mal geguckt, war schon geil. Und die Jeanette war mit ihrem Gauss da. Und das war halt immer für mich auch immer, ihr wisst ja, ich laber immer viel und erkläre auch immer viel und möchte halt, dass die Leute mit den Geräten finden. Das heißt, wir beide haben uns den Simplex von der Alex angeguckt und dann bin ich ja immer mal so ein bisschen rumgehuscht, bis dann die Kinder bei Jeanette waren. Eine ganze Traube Kinder, dann sind wir weiter weggegangen und haben halt hinten weitergesucht. Ja, da lacht er. Guck mal, da lacht der Patrick wieder. Wieso ist denn jetzt schon wieder mit einem anderen Profil hier drin? Ah, der macht mich wahnsinnig. Also, ganz, ganz lieben Dank für die Glückwünsche nachträglich. Na, endlich. Gestern Leitwert 40 beim ORX 22 gehabt, gedacht, könnte ein Goldring werden. Am Ende war es eine beschissene Beefy-Verpackung. Ja, das ist Fakt. Ich kenne diese, oder Wurstzipfel sind genauso. Schöner, knackiger 78er Leitwert und dann kommt diese blöde Pelle daraus. Die Alex ist zu leise. Du musst wahrscheinlich näher ans Mikro. Noch näher. Ja, immer so richtig. Ich gebe mein Bestes und schreie. Genau. Ja, das liegt einfach daran, weil es ein anderes ist. Die ist aber eigentlich auf volle Lautstärke. Oder wir tauschen. Du kriegst, meinst du dich? Ja, das habe ich mir gedacht. Die will nämlich immer nicht. Moin, Sonnelhexe. Willkommen in der Runde. Ach, guck, der
Der Klaus ist auch da. Simplex ist cool, habe am Wochenende Panzerketten und Medaillon gefunden. Auch geil. Boguda ist auch wieder da. Also, beim Simplex heißt es ja normalerweise, dass der Leitwert für Gold so bei 2022 ist. Der Leitwert einer Münze, eine halbe Unze Feingold, liegt aber bei 93. Ist vollkommen normal. Also, das hatten wir schon mal und gleich packt Patrick sowieso wieder sein 333er Goldring aus. Ich weiß das. Gold, und das werden wir auch gleich nochmal sehen in den kleinen Clips, ist ja in reinster Form bei 999% Gold. So, das kommt richtig hoch. Das scheppert richtig. Aber nehmen wir mal zum Beispiel 333er Gold. Nehmen wir mal vergoldete Sachen. Nehmen wir mal Silber vergoldet. Nehmen wir 500, was ist das, 85? 730. Das sind ja alles Legierungen. Das ist ja alles gemischt mit Kupfer und was auch immer, was da alles drin ist, um die Eigenschaften vom Gold zu ändern. Weil reinstes Gold ist ja super weich. Das heißt also, es ist normal, dass du im unteren Leitwertbereich andere Werte hast bei nicht 100%igem Gold als bei ganzem Gold, logisch. Weil du hast ja Mischzeug bei. Und dann kommt es auch wieder darauf an, was ja die Suche so richtig schwer macht, gerade wenn es um Goldkettchen geht und um Ohrstecker, dass da halt die Verwirbelung zum Beispiel bei den Kettchen entstehen ja zwischen den einzelnen Gliedern. Und auch da, also ein Goldkettchen, wenn du es kriegen kannst mit dem Gerät, ist noch schlechter als 22. Ist direkt Eisenbereich. Also Ende Eisenbereich, Anfang Folienbereich. Kommt richtig scheiße rein. Ist so. Wann wird der neue Spaten eigentlich versendet? Der Versand aus den USA verzögert sich im Moment. Also ich hoffe, dass das jetzt endlich mal funktioniert. Denn wir waren ja jetzt mit den Spaten draußen und ich muss sagen, ich bin mega zufrieden. Vielleicht war der Patrick ja inzwischen auch schon mal draußen und hat sein mal getestet, denn der hat ja von mir einen Probespaten gekriegt, weil ich weiß, dass der mit seinen Wurstfingern auch alles kaputt macht. Normalerweise. Er hängt sich da ja auch dran. Er kann das ja auch mit seinem kleinen Fliegengewicht. Ich nicht. Doch, ich will das mal ausprobieren. Wenn die anderen dann da sind. Du hast Angst, dass ich ihn kaputt mache, ja? Geht das schon wieder los hier? Also. So ist es gut vom Ton, also musst du näher ran da. Guck mal so. Ja, Chef, nimm die Finger weg. So muss da. So, richtig nah ran da, anders, genau. Chef, habt ihr gehört? So ist das. Oh, ich bin netter Chef, oder? Du hast nur genickt. Der Geburtstag ist vorbei. Ich wiederhole es nicht mehr. Oh, schöner Leitwert, aber verguckter Graf, Zipfel sind was Feines. So, moin, der Sim ist auch da, sehr cool. Die Leitwerte beim Simplex checke ich manchmal nicht. Ja, das ist, wir gucken uns das gleich mal an. Wie es mir geht, eigentlich relativ gut, außer dass mal wieder Panik angesagt war hier gerade die letzten 10 Minuten, die ich nochmal alles umwerfen musste. Und ja, so, also, ich habe mit dem Simplex einen 39er Wert liegen lassen. Mein Sohn sagte, auf dem OX klingt es besser als beim Simplex. Ich grabe und es war ein Goldring. Da kommen wir gleich zu. Ich habe natürlich jetzt nicht alle Geräte genommen für die Videos, sondern so die ich halt oft laufe und die ich gerade hier liegen habe. Und da zeige ich euch das gleich mal. Ist der Leitwert nicht stark von der Frequenz abhängig? Das gucken wir uns gleich an. Das habe ich euch nämlich aufgenommen. Haha, nimm die Finger weg. So, also passt auf. Ich würde sagen, das erste war das hier. Ihr müsst verzeihen, wenn es am Anfang erstmal ein bisschen laut ist. Ich muss das erstmal einstellen hier. Wartet mal. Schauen wir uns mal den Garrett AD Pro an. Jetzt ist es wieder weg. Wo ist es hin? Schauen wir uns mal den Garrett AD Pro an mit seinen... Das ist jetzt hier schon so richtig. Wartet. Transformation an Bildschirm anpassen. So ist es richtig. Also. Oh, ganz lieben Dank, Gerhard. Gibt es eine Art Tabelle über die Leitwerte, Alu, Eisen und so weiter? Ich brauche mittlerweile alles. Genau, Sondelhexe macht es richtig. Und wir haben euch mal ein paar Funde hingepackt. Und wir gucken uns jetzt einfach mal das erste Video an. Das heißt, ich habe auf meinem alten AT Pro einfach mal ein paar Items genommen, also ein paar Sachen, die unterschiedliche Materialien haben, aber die gleichen Leitwerte. Also ich würde sagen, wir spielen das einfach mal ab. 15 Kilohertz, wie die verschiedenen Objekte reinkommen. Die Alex hält sie uns jetzt vor die Spule, damit ich hier die Leitwerte sehen kann und euch da ein bisschen was zu erklären kann. Und wir fangen an mit der ersten Leitwertgruppe. Das heißt, Alex, du kannst einmal bitte davor schauen. Kam da jetzt was? Wartet mal ganz kurz hier. Kam da nichts? Ich muss das mal kurz checken, aber das war doch das richtige Video.
Schauen wir uns mal den Gerrit Adepoe an mit seinen 15 Kilo. Okay, war aber das Richtige. Das Problem ist halt, ich höre das nicht, ne? Okay. Also machen wir es nochmal. Was ist hin? Da. So. Ne? Das war das, was ihr, glaube ich, jetzt auch gerade gehört habt. Ist das beim AT Gold gleich? Ne, AT Gold ist ja wieder anders. AT Gold hat eine andere Frequenz. So, also. Nochmal von vorne. AT Pro. Schauen wir uns mal den Gerrit AD Pro an mit seinen 15 Kilohertz, wie die verschiedenen Objekte reinkommen. Die Alex hält sie uns jetzt vor die Spule, damit ich hier die Leitwerte sehen kann und euch da ein bisschen was zu erklären kann. Und wir fangen an mit der ersten Leitwertgruppe. Das heißt, Alex, du kannst einmal bitte... Wir jetzt uns das mal angucken, das ist ein Stück vom Löffel. Jetzt nehmen wir mal den Silberring hier und halten den mal davor. Das heißt, wir haben exakt den gleichen Leitwert, 84 für einen Silberring und ein Stück Löffel. Also hier sehen wir schon mal, obwohl die Materialien unterschiedlich sind, sind die Leitwerte die gleichen. Jetzt gucken wir uns das zweite Paar mal an, was wir haben. Und zwar haben wir hier einmal einen Knopf aus dem Kaiserreich. Hier sind wir bei 75 und 20 Cent. Ein Knoten, so. Auch hier war gerade die 74, also hier springt es ein bisschen, je nachdem wie nah man halt an die Spule rangeht. Aber auch hier sehen wir, es ist dasselbe Material, aber unterschiedliche Objekte. Jetzt sind wir mal im Bereich Park und zwar haben wir hier die allzeit gehasste Abziehlasche. Die kommt schön auf 53 und jetzt mal eine deutsche Mark, die kennt ihr ja auch noch, zumindest die alten Leute unter uns, also ich. Und auch hier exakt die 53. Und wenn ich jetzt einen 33er Goldring hätte, würde der genau da reinscheppern. Deswegen sage ich ja immer, ihr müsst die Abziehlaschen graben, um auch das Gold zu finden. Und Thema Gold kommt jetzt die letzte Paargruppe. Jetzt haben wir hier einmal einen schönen Goldanhänger. Ja, so 48, 49 springt ein bisschen. Und jetzt haben wir hier so ein Stück Blech. Das ist irgendein Teil von der Maschine gewesen. Auch hier haben wir die 48. Auch hier springt es ein bisschen rum. Also mal so 48, 49, kurz auf die 50. Und hier sehen wir es halt ganz extrem. Zwei super unterschiedliche Gegenstände, die den gleichen Leitwert haben. Schauen wir uns. So. Ja, das hat ja schon mal geklappt. Das war nicht dein Anhänger. Dein Anhänger ist hier, mein Freund. Das war nicht der heilige Christophorus, das war nämlich von der Alex, ihr Anhänger. Da hat er gleich wieder sich aus dem Fenster gelehnt, der Patrick. Der hängt hier. Und der hängt hier immer. Das ist ja mein neuer Glücksbringer. Achso, der Hoodie. Guck mal, den habe ich geschenkt bekommen. Voll geil. Denn zum einen das Crazy Detectors Logo und alles in somnolsüchtig Farben. Hier das Bändel, die Kapuze. Guck mal hier mal hier. Sehr geil. Oh Gott, bloß nicht. Komm nicht auf doofe Ideen. Nein. Das fangen wir nicht wieder an. Ihr hattet letztens schon so eine doofe Idee. A wie Abziehlasche, B wie... Das war B wie... Ich weiß es nicht mehr. Das Alphabet rappen. Da hast du gemerkt mit den Alten. Ach so. Ja, ist so. Also ihr habt gesehen, beim AT Pro, den bin ich ja wirklich super lange gelaufen und auch der Roman kann das bestätigen. Das ist für mich eine der leitwertstabilsten Maschinen und man kann, wenn man im Park ist, sich relativ drauf verlassen, was dort ist. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, das ist eine Abziehlasche oder das ist eine Mark oder ein 333er. Funktioniert nicht. Aber ich kann sagen, es ist entweder oder. Und ein Leitwert ist immer nur ein kleines Aushängeschild, was es sein kann. Und das Wichtigste, was ihr euch merken müsst, und ich sage es so oft, und der Sim kriegt gleich schon wieder einen Einlauf von mir, weil er gesagt hat, er hat ja seine XY-Achse. Die XY-Achse, die ist ja auch nur ein Indikator dafür, wie sich das Material verhält. Es kann ja trotzdem die Abziehlasche sein, weil die auch wieder von oben nach unten geht. Die ist ja auch sauber. Das ist halt das, was ganz viele verstehen müssen, dass ein Leitwert kein Garant ist. Das heißt, es ist egal, ob jetzt der Leitwert 52 ist und ihr zum 100. Mal eine Abziehlasche ausgrabt. Aber es kann auch beim 151. Male ein Goldring sein. Und ich nehme, das war auf einem anderen Gerät, ich muss mal gucken,
Denn ich habe ja einen Freund, den ich mittlerweile nicht mehr als meinen Freund bezeichne. Ich mag ihn inzwischen schon gar nicht mehr, weil der viel zu viel Zeug findet und ich nicht. Der hat mir nämlich schon wieder ein Bild geschickt, was er da unten in Bayern gefunden hat. Und ich habe schon wieder angefangen zu weinen. Warte mal kurz. Und zwar, er hat mir auch die Leitwerte geschrieben. Die gelbe Münze beim AT Pro auf 35. Und 35 ist noch unterm Koks-Bereich. Der ist bei 38. Das heißt, das würden super viele liegen lassen. Lass mal gucken, ob ihr das seht. Warte mal, wir machen das hier draußen. Guck mal. Ich hoffe, man erkennt das. Nee, er kennt es nicht so wirklich. Das sind Silbermünzen, lauter Silbermünzen und da oben ist eine Goldmünze. Hat der Sack heute und gestern gefunden. Und er sagt auch, da ist es wieder gewesen. Der Ton war interessant, der Leitwert jetzt nicht so geil, weil du halt denkst, das wird sowieso wieder eine Folie sein. Und dann kommen solche Knaller und das ist jetzt schon das zweite Mal, dass es bei ihm so war. Und na, kann es eben nicht, lieber Stefan. Alufolie und Alumünzen sind total verschieden im Graph, trotz dem Material. Aber das ist auch eine andere Beschaffenheit. Eine Alufolie selber hat ja auch einen anderen Leitwert wie eine Alumünze. Ist ja logisch. Eine Alufolie, wenn es jetzt nicht gerade die total zusammengeknödelte ist, die richtig zusammengebatscht ist, dann hat sie ja einen ganz anderen Leitwert. Eine Alufolie kommt ja unten eher so bei 40, 42, da kommt die ja rein. Ne? Und wenn du halt diese richtig alte, zusammengedrückte, zusammengebatschte hast, die ist wie eine Alumünze, ne? Die kommt dann auch wieder höher rein. Ich weiß, bei deinem Gerät geht das ja, du hast andere Graphen, da kann man das scheinbar besser sehen, aber bei der XY-Achse definitiv nicht. So, also pass auf, wir haben ja jetzt uns erstmal angeguckt, wo die Leitwerte so ungefähr liegen und das war bei 15 kHz, weil wir wollen ja auch heute mal ein bisschen schauen. Sorry, dass wieder ein Anfänger eine Frage stellt. Wie empfängt der Simplex Plus den Fund an der Sonde? Na, durch das Magnetfeld. Durch den Teller unten. Da wird ja, da sind Kupferdrähte drin. Die ergeben ein elektromagnetisches Feld, was in den Boden geschossen wird und jede Störung zeigt da an. Also das, was wir hören, ist eigentlich eine Störung vom Magnetfeld. Ne? Und so entsteht dann auch diese VDI, dieser Leitwert. Und der sagt uns dann, okay, das ist so eine Wirbelstrommessung, die uns sagt, das könnte das sein, worüber wir jetzt also gerade reden. Ist der Ton doppelt? Ach so, warte mal. Halt. So, das liegt nämlich daran, weil dein Mikrofon, ich bin so laut, ich höre mich sogar da. Das heißt, ich muss dich jetzt immer freistellen, wenn du was, ich erteile das Wort und dann stelle ich dich frei. So machen wir das. So, also, jetzt haben wir also gerade gesehen, bei 15 Kilo jetzt, wo ungefähr die Leitwerte liegen. Und jetzt ist es ja so, dass viele sagen, in der Multifrequenz sind die Leitwerte anders. Oder auf Frequenz B sind die anders und auf Frequenz Z sind sie anders. Und wirklich viele haben es ja eigentlich gar nicht getestet. Ne? Weil ihr wisst ja selber, viele Leute reden einfach nur, weil sie es irgendwie hören. Und wir haben heute mal geschaut, was passiert denn jetzt, wenn wir ein Gerät aus der Garrett-Serie nehmen, der in der Multi läuft und zwar zwischen 5 und 20. Das heißt, ganz anders als nur eine Single-Frequenz. Und jetzt gucken wir uns mal an, was der macht. Das habe ich hier noch drin. Wartet mal, ist das jetzt hier? Als nächstes nehmen wir uns jetzt mal den Apex in der Multifrequenz. Den Apex holen wir uns gleich nochmal dazu. Wir benutzen jetzt mal zwei Multifrequenzmaschinen, um zu vergleichen, was da passiert. Denn beide schießen ungefähr die gleichen Frequenzen ab. Also eine Multifrequenz. Wir fangen wieder an mit den ersten beiden Objekten. Die habt ihr jetzt schon ein paar Mal gesehen. Hier ist also der Löffel. Geht auf dem Apex mit 85 los und der Silberring liegt bei 85, 86. Also auch wieder sehr, sehr nah beieinander und auch tatsächlich gerade an den Leitwerten, die wir auf dem AT Pro hatten. Das nächste Paar ist jetzt der Knopf und das 20 Cent Stück. 76 schön sauber und auch hier 75, 76. Die Abziehlasche und der Euro. Auch wieder 53, 52, 53, auch wieder die 20, der 1 Euro. Ist also fast identisch. Also es sind ja zwei Garrett-Geräte. Wir nehmen gleich nochmal ein anderes dazu. Aber es kommt eigentlich hin. So, als letztes Gold und dieses komische Teil. Der Goldanhänger 47 und das komische Teil liegt bei exakt 47. Auch hier sehen wir, es ist, obwohl es eine Multifrequenz ist, wird es dennoch auf die gleichen Leitwerte umgerechnet. Jetzt packen wir mal kurz den Equinox drauf, vergleichen und dann gucken wir beim Apex, würde ich sagen, nochmal so, ich glaube, das war zu Ende. Also seht ihr,
Das ändert sich gar nicht so viel. Und der Roman hat es eigentlich schon seine Frage selbst beantwortet. Denn in den Maschinen ist es meistens so. Der Rutus hat es nicht. Der Rutus hat es ja, da kannst du es einstellen. Beim Rutus siehst du halt, dass die Leitwerte für jeden einzelnen Frequenzbereich sich unterscheiden. Und bei den Multifrequenzmaschinen ist es aber inzwischen so, dass die alle umgerechnet werden. Das heißt, im Hintergrund rechnet der einfach irgendeine seine Formel durch, um dir denselben Leitwert auszuspucken. Das ist der große Unterschied. Und deswegen... Was tun? Ach so. So. Deswegen ist es ja inzwischen eigentlich gar kein Problem mehr. Ne? Das ist auch beim Equinox so gewesen. Wir haben den Equinox dann auch nochmal durchgetestet. Und auch beim Equinox war es so, dass in den einzelnen Frequenzen das nicht viel springt. Es springen nur ganz bestimmte Sachen. Und zwar je, muss ich überlegen, wie rum war es denn jetzt? Je niedriger der Leitwert war, also beim Apex zum Beispiel die 5 kHz, dann unterscheiden sich mehr der Löffel und der Ring. Ne? Das war also je niedriger die Frequenz, und das ist ja auch das, was der Gary gesagt hat, je niedriger die Frequenz ist, umso besser kriegst du die High Conductor rein. Und da unterscheiden die sich ein bisschen. Also ich sag mal, wo sie vorher gleich waren, waren es, ich glaube, 5. Ne? Um 5 haben sie sich unterschieden. Und je höher die Frequenz geworden ist, umso mehr war das Gold. Also, dass sich das Gold verschoben hat. Die anderen Materialien, die in der Mitte lagen, haben sich eigentlich nie verschoben. Nicht großartig. Egal, ob wir auf 15, 15 oder 20 getestet haben, egal, ob wir auf Multi getestet haben, die sind nicht gesprungen. Also letztendlich heißt es, eine hohe Frequenz sorgt dafür, dass der Leitwert sich verschiebt. Und zwar bei den Goldsachen. Und ein niedriger Leitwert zeigt, niedrige Frequenz ist dafür da, dass die High Conductor, also alles, was hochkonduktiv heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Ich arbeite ja mit Ingenieuren zusammen. Manchmal höre ich zu, manchmal auch nicht und manchmal verstehe ich nur die Hälfte. Ändern sich die Leitwerte, wenn man größere oder kleinere Spulen verwendet? Nein. Wir wollten es heute testen, aber ich hatte leider keine Reaper für einen Apex hier. Aber ich weiß, dass sie das nicht tun. Siehst du, auch Stefan saß, lauter Stefans, wir halten zusammen. Ich zeige euch aber gleich nochmal was richtig Interessantes, denn ich habe in letzter Zeit oft irgendwie einen Link zu einem Video bekommen oder zu zwei Videos, wo jemand sagt, dass sich ein Leitwert von der Münze ändert. Das ist, wenn es eine halbe Münze ist, dass sich der Leitwert ändert, dass wenn eine Münze eckig ist, dass sie sich ändert. Ich werde jetzt hier nicht Name and Shame machen, aber es ist ja auch egal. Auf jeden Fall ändert sich ein Leitwert nur durch folgende Faktoren. Wenn wir dasselbe Objekt in verschiedenen Böden haben, dann ändert sich der Leitwert. Einfach weil der Boden, den wir ja da dran haben, auch einen Leitwert hat. Der leitet ja auch. Ich sag da nichts zu. So, auf jeden Fall ändert sich der Leitwert je nachdem, wo das Objekt liegt. Wenn es im normalen Sand liegt, ist es ein Standardwert. Wenn es im normalen Freibad liegt, ist es ein Standardwert. Hast du aber einen hochmineralisierten Boden, hat der Boden Einfluss. Salzwasser und so weiter. Da kann sich's verschieben. Und moin. Ach, der Thomas Ries ist auch da. Die habe ich ja gerade gar nicht gesehen. So. Und dann ist das Zweite, wenn wir, jetzt habe ich natürlich keinen Fund hier, der Leitwert ändert sich auch dann, wenn wir zwei Objekte haben, die aneinander sind, die sich begrüßen, die sehr nah beieinander sind. Das heißt, Leitwert A und B vermischen sich und erzeugen einen anderen Leitwert und erzeugen einen Mischton. Das ist ja auch wieder ein Problem. Und das vergessen viele bei einer Abziehlasche. Ne, guck mal, im Park zum Beispiel, bei wie vielen Funden musstest du von der Seite nochmal ran, um wirklich rauszuhören, ist es jetzt dieses komische Gespringe oder ist da jetzt wirklich nur ein Fund? Ne? Also, wenn mehrere Sachen zusammenliegen, ist es auch so. Und ich glaube, das ist auch das, was der Heiko immer sagt und die Jungs aus Köln. Auf den römischen Siedlungsstätten, wo diese ganzen Ziegel sind, die Ziegel selber geben ja auch irgendwie ein Signal ab. Je nachdem, was für eine Frequenz man hat. Ne? Also das ändert sich auch. Und dann gibt es aber auch noch einen Fall, wo sich tatsächlich ein Objekt an der Luft sich ändern kann. Und zwar den Leitwert. Und das ist Silber. Also ich glaube, je größer es war, umso schlimmer wurde es. Ne? Es macht einmal einen Silberring. Ach, die Janette ist auch da. Schau noch mal in Episode 14, zwei Teile von letzter Woche. Da ging es auch um das Pinpointen mit der MD-Spule. Vielleicht hilft dir das.
Genau, der Leitfaden, also wie gesagt, es kommt halt drauf an, wie der Boden vorher war, ne? Und bei Silber ist das Problem, dass wenn sie unter bestimmten Umständen gerade steht, ne, zur Spule und das Spulenfeld so durchbricht, dass sie so, also, naja, wie soll man sagen, Alex, magst du mir mal eine Spule geben? Irgendeine, eine kleine. Ja, perfekt. Ja, schmeiß mal ruhig. So, also. Das Problem bei unseren Spulen, bei den Doppel-Ds, ist ja immer, dass wir nur in der Mitte das Suchfeld haben und dass ja hier das Feld entsteht. Nicht die ganze Spule sucht, sondern hier entsteht das Feld, ne? Hier in der Mitte. So. Und das Problem ist jetzt aber, wenn wir jetzt ein Objekt haben, was zwar, übertreiben wir es mal mit dem Handy, oder willst du die große Silbermünze holen? Siehst du, das ist schön, dass du nicht vor die Kamera willst. Ansonsten, ich würde ja auch selber laufen. Das ist aber voll lieb von dir. Danke. Also, ich kann den Leitwert durch Phasendrehung ändern, nur macht das Sinn. Nee, eigentlich ja nicht. So, pass auf, wir machen das erst zu Ende. Also, wenn die Münze so ist und passiert, machen wir bing, bing, bing. Das heißt also, es ist genug Masse da, dass wir in beiden Feldern als 1 erscheinen. Richtig? Also hier in der Mitte. Das kennt ihr auch, wenn ihr kleine Münzen habt, alles gut. Aber wenn die so steht, wenn sie so ist, heißt es, wir durchtrennen das Feld zweimal. Einmal hier und einmal da. Und dann passiert es, gerade bei solchen dicken Silbermünzen, dass der Leitwert absolut shiftet. Also das heißt, er verändert sich. Die mag hier zwar genau 83 haben, aber wenn sie sich dreht und ein bisschen weiter weg ist, dann fängt sie an zu springen. Und das ist auch bei Hortfunden zum Beispiel der Fall, dass die richtig ins Negativ abgehen. Ne, auch die Brachiaten, die letztes Mal gefunden wurden, die 78 Stück da in Bayern, die hatten alle einen kacke Leitwert. Die waren bei 30 oder 32 oder 34 auf dem Artipro, also richtig niedrig. Und wenn du sie flach davor gehalten hast, waren sie, ich glaube, im 46, 48er Bereich. Das ist der einzige Fall, wo das eigentlich passiert. Weil, wenn ich das mit Gold mache, Gold macht es nicht. Ich zeige euch das Video gleich mal. Und zwar habe ich den Ring genommen. Und wir kennen alle, dass der Ring immer den berühmten Doppelton macht. Weil auch hier das Problem ist, dass wir mit dieser Variante das Feld begrüßen, weil das ist das perfekte Gegenstück dazu. Das ist wie eine Spule selber. Das heißt, der Wirbelstrom, der kann hier drauf und gibt mir ein perfektes Signal wieder. Aber wenn ich so drehe, geht er nach hinten durch. Ne? Also der wird ja weitergeleitet durchs Objekt durch. Deswegen sind ja auch Eisenteile, die groß sind, geben gutes Signal und so. Das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Aber das zeige ich euch mal. Denn das wissen ganz viele nicht. Und das ist halt wirklich wahr. Aber eine normale Münze, eine volle Münze, die ändert nicht den Ton, weil es eine halbe ist oder weil sie eckig ist. Das hat keinen Einfluss drauf. Der Detektor hat ja keine Augen. So. Ach, der Georgie ist auch da. Der Leitwert muss anders sein, wenn der Untergrund eine andere Feuchtigkeit hat. Das kann sein. Genau. Weil auch wieder... Was ist denn mit dem Ton? Ach so, der Tüt-Tüt. Ach so. Hortfunde haben Kacksignal, genau. Und letztendlich ist es ja wirklich so, wenn ihr mir mal zuhört, über die letzten, wie lange mache ich YouTube? 5 Jahre oder 6 Jahre. Das ist das, was ich predige. Guckt lieber einmal mehr nach, anstatt euch auf die Leitwerte zu verlassen. Ich bin ja auch mega verwöhnt. Ich mache das auch. Ich gehe los. Schon 30 Mal Folie gegraben. XY-Achse sagt, naja, wir gucken mal. Und dann lässt du es liegen. Und dann läuft einer, und das ist Fakt, dann läuft einer mit so einem Ace drüber, mit so einem 200i, der gräbt das aus, weil das macht Bing Bing und da ist nichts, was er sonst anders hat. Das Ding macht Bing Bing und sagt, buddel mal. Und der holt es raus. Und das habe ich live in England gesehen. Ich schwöre, der hat sich so aufgeregt. Weißt du, was das war? Ich war auf der Präsentation hier, wo sie den Equinox gezeigt haben. In England, in Oxfordshire. Das erste Mal, dass ich in England war. Und dann habe ich mich mit so ein paar Peoples unterhalten auf dem Feld. Da waren ja super viele Leute. Da war ja auch der Bo da, hier von Aquashigger und so. Und dann hörtest du nur, du sagst, also die hatten ganz viele Deos da. Das war wie eine Rallye und dann liefen die dann alle und dann schrie der also, wow, I can't believe it. Also ich kann es überhaupt nicht glauben. Dann hat der da eine angelsächsische Fibel rausgezogen aus Gold. Und 5 Meter vor ihm ist einer mit dem Deus drüber gelaufen.
Was meinst du, was da los war? Deswegen, es gibt diese Sachen, dass Leute mit normalen Geräten was finden und das liegt einfach daran, weil die nicht so verwöhnt sind, sondern alles graben. Wenn es der Detektor pickt, ne, also wir wissen ja selber mit den Frequenzen und so weiter, aber wenn er es pickt und es klingt irgendwie nicht ganz so blöd, guckt lieber einmal mehr nach, vor allen Dingen, wenn ihr wisst, auf was für ein Gebiet ihr unterwegs seid. Das können die geilsten Sachen sein. Ist so. Genau, Detective, da war's. Aber Münzen im Loch kommen anders als volle Münzen. Ja genau, da hast du ja wieder die Problematik hier. Ne? Also ich habe ja auch schon eine Öhre gefunden, aber da ist es halt nur, wenn sie hochkant sind. Dann hast du das gleiche Problem. Ne? Sonnengänger Österreich, da siehst du. Moin! So. Achso, ich habe so viele. Das muss ich erstmal reinholen. Wartet mal kurz. Gib mir mal kurz eine Sekunde. Das holen wir jetzt mal rein. Welches ist das hier? Wir haben so viele gemacht. Also, obwohl das mit den Leitwerten, ja, genau, das mit den Leitwerten haben wir ja eigentlich so erklärt. Machen wir das hier mal rein. Kopieren. Sieht wieder total mega professionell aus hier. Was kannst du ja? Nee, Ton läuft. Ich erzähle ja noch was hier. So. Dann holen wir das mal hier rein. Das war das letzte mit dem Gold, meinst du, ne? Mit dem Gold und dem Ring, meinst du? Oder welches meinst du? Okay, du weißt es nicht. So, passt auf, das wird einmal ganz kurz laut. Okay, jetzt gucken wir uns mal, was richtig... Muss ich das jetzt mal leise machen? Also, da ging es darum, einfach mal zu zeigen, dass sich Objekte, die wie jetzt das volle Goldstück oder was in dem Falle auch eine normale Münze wäre, sich nicht ändern. Also ich hau das mal rein, dann könnt ihr euch das mal angucken. Los geht's. Interessantes an. Und zwar einmal ein massives Goldplättchen, es könnte jetzt auch eine Münze sein, und ein Ring, der ja logischerweise ein Loch in der Mitte hat. Denn hier gibt es spezielle Besonderheiten, wenn er speziell vor der Spule liegt. Wir fangen jetzt einfach mal an. Ich nehme jetzt mal den Goldanhänger flach, so wie er ist. So, ich hoffe, ihr seht ihn. Und bewege ihn hier vor. Die Alex, sagt mir mal bitte, was wir sehen. Okay. Immer noch? So, ihr habt gesehen, ich halte ihn inzwischen so. Flach. Das heißt also, es ist egal, ob es so ist, so ist, so ist. Der Leitwert bei massiven Objekten bleibt. Ihr habt also gesehen, dass es egal war bei dem Vollobjekt, ob es so lag, so oder so. Der Leitwert war der gleiche. Das heißt, wäre das jetzt eine Münze, wäre es also das gleiche. Das Einzige, wo sich es ändert, ist zum Beispiel bei einem Ring. Wenn ich jetzt diesen Ring nehme und hier vorhalte, flach mit dem Loch, 83er Leitwert. Wenn ich den jetzt kippe, das heißt jetzt zur Spule hin die Verwirbelung mache, dann klingt das nicht mehr so geil. Dann springt es. Von was bis was macht er? Unterschiedlich auf 65 bis 80 ungefähr. Und das ist, weil die Wirbelung hier drauf halt durch dieses Loch mitgestört wird. Also wenn ich das zumindest bei den Ingenieuren richtig verstanden habe. Weil so ist es perfekt, weil hier kann die Wirbelung, also von dem Strom selber, von dem Magnetfeld, trifft er hier drauf und ist perfekt wie eine Spule. Tja, ja, das habe ich euch gerade ja erklärt. Das ist blöd, dass das nicht ganz auf der Kamera war. Ich habe das nicht sehen können. Also das war, wie gesagt, das, was ich gerade gesagt habe. Wenn der Ring so auf das Feld aufschlägt, also das Feld kommt, nehmen wir mal an, aus der Sicht von oben, kommt hier hinten drauf. Das heißt, der Kreis gibt es genau wieder. Das heißt, es ist die perfekte Spule eigentlich. Ne? Also der Strom kann drauf tanzen, wird zurückgeleitet, also das elektromagnetische Feld, und dadurch wird er so sauber gefunden. Und hier wandert das ab. Das ist das Problem bei der ganzen Geschichte. Und das ist auch, das tritt nur bei Silber und bei Ring auf. Ach Mensch, Heiko, schön, dass du da bist. Und deswegen, ich kann es euch nur immer und immer und immer und immer wieder sagen, wer viel gräbt, der findet viel. Und ich sehe es auch bei meinem Kumpel, der sagt jedes Mal, Alter, das war so ein scheiß Leitwert. Und dann weiß selber, wie ich mich immer aufrege im Moment. Ich gönne ihm das. Ich gönne ihm das von Herzen. Aber das ist halt,
Der pullt nur geiles Zeug raus im Moment. Da würden andere YouTuber solche Thumbnails machen. Also es ist halt wirklich geil. Ich feiere den, weil eine Goldmünze, wie viel waren es? 8 Silbermünzen? Jetzt schon wieder. So, das ist schon geil. Ist schon geil. Ich freue mich für ihn. Vor allen Dingen habe ich das eine Mal ja auch eine abgekriegt. Also die Goldmünze nehme ich auch. Ja, und ich will einfach, dass ihr das versteht. Ein Leitwert ist schön. Und ein Leitwert benutze ich tatsächlich dann wirklich, wenn ich im Park bin. Und warum? Weil ich im Park genau weiß, wonach ich jetzt suchen will und was mir unter die Spule kommen kann. Weil im Park die Wahrscheinlichkeit höher ist. Nehmen wir an, ich habe nur eine Stunde Zeit. Ich bin irgendwo unterwegs und denke mir auch, geil, ich habe einen Detektor im Auto, da ist ein Spielplatz. Natürlich lasse ich da die unteren Sachen liegen, weil ich nur eine Stunde Zeit habe. Also grabe ich nicht die Folienbereiche für die Goldkettchen. Die Abziehlaschen wahrscheinlich auch nicht, weil, weißt, ne, wenn du nur eine Stunde Zeit hast, willst du die Münzen. Das heißt, AT Pro gepackt, 70, 71, 74er Wert und alles über 80. Da kriegst du zwar auch die Aludeckel mit, aber nicht die Kronkorken. Die kannst du beim Apex ja auch geil raus, obwohl der AT Pro pickt auch gut. So, das heißt, da will ich Feuer machen, da will ich mich beeilen, da will ich einfach nur Funde machen. Aber auf so einem beschissenen Feld, wo ich überhaupt nicht weiß, was da liegen kann, da kann ja alles sein. Da kann ja die Oma von gegenüber noch liegen und du findest ihre Zähne. Habe ich auch schon gefunden. Ja, im Wasser haben wir auch Zähne gefunden. Das war auch richtig eklig. Aber da weißt du nämlich eben nicht, was da kommt. Und da weißt du nicht, was ein Leitwert 32 ist. Im Wald genauso. Ich meine, ich habe jetzt nicht die Mega-Erfahrung im Wald. Ich war ganz am Anfang immer im Wald unterwegs, einfach mal um Geräte zu testen. Und ich habe eigentlich nur Müll gefunden, außer hier Koppelschloss mit einem Hakenkreuz drauf. Ich bin da ja nicht so Fan von. Ich habe das dann verschenkt an Engländer zum Beispiel. Aber da ist es genauso. So kacke, wie der Ton sein kann. Gerade im Wald, da hast du ja nicht alle halbe Meter einen Ton. Da hast du ja so ein bisschen was zu laufen. Also da einfach nachgucken. Was lacht er denn jetzt schon? Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Achso, wegen der Oma bestimmt. Ne? Und deswegen, der Leitwert ist immer nur dann wirklich wertvoll, in Anführungszeichen, wenn ich weiß, was mich erwartet. Das kannst du nur, das kannst du halt wirklich nur im Park machen. Wenn ich nur eine Stunde Zeit habe, dann rase ich da durch, 70er Leitwerte, Cherry Picking nennt sich das, also Kirschen pflücken und Vollgas. So, zack, da hast du die Taschen voll. Das ist so wie an dem Nordseestrand, als da die Strandbar weg war. Ey, du konntest mit dem Schuh den Sand wegschieben und hast da 3 Euro gesehen oder 4 in Kleingeld. Dann hat der eine das Spitz, habe ich glaube ich mal erzählt, ne? Echt nicht? Also, ich mache das ganz kurz. Das muss in einem der ersten, ich glaube im zweiten oder dritten Jahr gewesen sein, als ich gesondelt habe. Da war ich an der Nordsee und hatte, ich weiß noch gar nicht, ach doch, muss der AT Pro gewesen sein. Auf jeden Fall habe ich einen Australier kennengelernt, der mit einem alten Tesoro gesucht hat, mit einer viereckigen Spule. Das habe ich aber mal erzählt. So, das war so ein, ich wollte jetzt gerade sagen, so ein langer Pimmel, aber das macht man ja nicht. Also so ein Teil war das und viereckig, voll geil. Und wir haben uns unterhalten und er ist dann in die andere Richtung gegangen und sagte, in die Richtung brauchst du gar nicht gehen, ich war schon in den meisten Feldern. Da vorne lagen so viele Leute, wollte ich nicht rein. Da habe ich gesagt, ist mir egal, ich gehe auch zwischen die Leute. Dann bin ich da reingegangen und ich wusste nicht, dass da entweder am Morgen, weil ich gehe ja meistens abends, dass am Morgen oder am Tag vorher da eine Strandbar war, die abgebaut wurde. Und dann laufe ich so und dann hörst du echt nur noch bing, 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 bing. Du bist überhaupt nicht klargekommen, weil es so viele Signale waren. Und dann hast du mit dem Schuh wirklich, du hast den Sand zur Seite geschoben und da waren 3-4 Euro in Kleingeld, weil die alle auf so Holzbohlen saßen mit den Stühlen und das ist immer zwischengeploppt. Ja, oder wenn sie dann so stinkbesoffen in ihren Teilen lang, ist aus der Tasche gefallen. Und dann war einer von den Leuten, die dann auch lagen, der hat das mitgekriegt. Und der hat dann seine Kinder geschnappt und dann ist er mit den Kindern und hat dann alles durchgesiebt. Das war Hammer. Ich habe in einer Stunde, ich glaube, 64 Euro gehabt, 68 Euro, in einer Stunde. Und dann habe ich es irgendwann mal rumerzählt und dann sind sie alle dahin gegangen. An dem Platz. Aber mega geil. Habe den Leitwert leider nicht mehr im Kopf, war ein Haufen Brandmunition. Will ich gar nicht finden. Nee, Kampfmittel habe ich keinen Bock drauf. Will ich nicht. Aber kannst halt auch nicht verhindern.
Deswegen, ich will einfach, dass ihr begreift, dass ein Leitwert oder eine XY-Achse nicht immer das sagt, was ihr euch wünscht. Weil wie gesagt, und auch Roman, das ist bei dir, wenn du zwei Objekte nebeneinander hast, der wird dir höchstwahrscheinlich nicht genau sagen können, dass es zwei sind, sondern er wird dir sagen, es ist Mische. Und dann, ja, weiß ich nicht. Also ich habe es mir echt wieder abgewöhnt, auf die Leitwerte zu achten, außer im Park halt, einfach um auch zu gucken. Ne? Ich kann ja nicht immer nur sagen, ey Leute, ihr müsst doch alles graben und macht selber nicht. Guck, wie viel Scheiße habe ich gegraben mit dem Dios? Die Tasche war voll. Aber die Tasche war deswegen voll, weil ich das wollte. Weil ich einfach gucken wollte, wie verhält es sich hier? Wie ist die Trennung? Wie kommen die Leitwerte rein? Wenn die XY-Achse mal so ein bisschen abschweift, was liegt denn da überhaupt? Und das machen die ja gar nicht mehr. Ich habe Neulinge, die gucken irgendwo in einem Forum, sagen, was ist die beste Einstellung? Und dann blenden die bis 70 aus. Auch auf dem Deus. Haben wir gehabt, mit dem, der mit seinem Sohn hier war. Also das ist, und das ist das Einmaleins, und das wird dir jeder sagen. Das, was dich zum Fund führt, dich. Das, was dich zum Fund führt, ist der Ton. Der Ton. Das ist das, was interessant ist, dass da was liegt. Und das kann dir keiner sagen. X, Y und Z-Achse, super wichtig. Irgendwann nehme ich ihm mal seinen Account weg. Aber er hat ja recht. Der hat so viele. Der Patrick hat so viele Accounts. Den zu sperren würde wahrscheinlich mehr Arbeit machen als alles andere. Piep, piep. Richtig. Mike sagt es. Der Ton macht die Musik. Und es ist wirklich so. Es ist einfach so. Schreibt euch das hinter die Löffel. Genau, wir machen das jetzt. Ihr macht jetzt, wenn ihr diese Woche losgeht, grabt ihr die ersten 100 Töne, die nicht nach Eisen klingen. Ich weiß, auch Eisen kann gut klingen, können irgendwelche Hufeisen sein, Armbrustbolzen, Mutters Keuschheitsgürtel oder was auch immer. Das nicht. Aber alles, was über Eisen ist, 100 Stück. Und dann berichtet ihr mir nächste Woche, was es war. Mich stört das gar nicht, wenn Leute Leitwerte unter 70 ausblenden. Ja, mich auch nicht. Die Geschichte hatte ich aber schon erzählt. Also, das war ein Tag der offenen Tür war hier. Bei OKM war Tag der offenen Tür und da war eine Mutter mit ihrem Sohn da und der wollte gerne mich kennenlernen, so wie ein YouTuber, hat er gesehen, oh hier, cool, der ist ja hier aus meiner Gegend, Altenburg, und wollte einen Simplex. Mit dem Pinpointer damals im Set. Und dann habe ich gesagt, pass auf, wenn du den kriegst, kommst du mit dem Gerät vorbei und ich kriegst eine Schulung von mir umsonst. Ne? Und dann war der da und hat seinen Papa mitgebracht. Und der ist unterwegs gewesen mit irgendeiner kleinen Gurke von Amazon, der Lütte, also der Kleine vor dem Simplex. Ne? Und dann sagt der Vater so, ich verstehe das überhaupt nicht, ich habe so ein teures Gerät und der findet geile Sachen. Der hatte, wo kam die denn her? Muss an der Grenze zu Bayern gewesen sein, irgendwo. Auf jeden Fall eine Petschaft. Eine alte Silber, der Kleine, eine Silbermütze und der alte nix. Und dann sagt er, ja, Stefan, kannst du nicht nochmal hier mal reingucken? Ich habe da so ein bisschen dran rumgespielt und ja, gib mal her. Und der hat auf dem Deus, ich glaube, es waren bis 73 alles ausgeblendet. Alles. Ich sag mal, was findest du so? Na, große Sachen halt, sagt er so. So große Sachen. Große Aluteile, ein Flugschar hat er gefunden. Ich sag, ja, solltest du mal drüber nachdenken. So, was war hier mit dem Nox? Gibt es jemanden, der bei einem Equinox alle 50 Töne benutzt? Fand ich gruselig. Finde ich auch beim Deus 2 ein bisschen gruselig. 50 Töne nach 3 Stunden bluten die Ohren. Ja, eklig. Also ich mag auch lieber 3 oder 5 Töne. Es kommt immer drauf an. Was ich hier schön finde beim Deus 2, wenn es ihn mal verfügbar geben würde für die meisten von euch, ist ja dieses neue Tonprofil, weil da gibt es nicht nur diese, wie soll man die denn beschreiben? Diese, ich sage immer Schlagtöne, also das ist immer so, der macht ja richtig Krach, wenn da was liegt, sondern da hast du so ein bisschen so melodisch? Ja, melodisch, genau. Es ist melodisch. Ich darf das Mikro ja immer nicht an- und ausmachen. Sag's nochmal. Zu spät. Ach, die Alex singt jetzt für euch. Ne? Also, das ist das Wichtigste überhaupt und vor allen Dingen, ich bin ja
Ich habe ja damals den Test gemacht. Ich bin ja mit dem DeepTech Vista X. Das ist ja eine Analogmaschine ohne Display, ohne Shishi und ohne alles. Der macht nur Brumm, Brumm und Piep, Piep. Mehr macht er nicht. Der macht einfach zwei Töne. Waren es nur zwei? Ja, nur zwei. Eisen und nicht Eisen. Und ich habe trotzdem geil gefunden mit dem Ding, weil du halt rausgehört hast, da ist noch ein Kratzen dran oder da ist kein Kratzen dran. Ich meine, was gut funktioniert bei einigen Maschinen, beim Deus 1 und 2 ist es so und ich glaube beim Apex auch. Beim Equinox bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, da bin ich ja so ein bisschen auf Kriegsfuß mit dem. Aber Aluminiumfolie zum Beispiel, wenn sie wirklich sehr, sehr nah oben an der Oberfläche ist, beim Deus hört man dann diese Schrabbeln da hinten dran. Ne? Aber sonst... Oh ja, ich mag auch Threshold. Threshold am Laufen lassen. Patrick, ja mal ausprobieren. Wenn eine halbe Münze nun einen anderen Leitwert hat wie eine ganze, höre ich dann auch nur die Hälfte an Tönen? Das klingt auch anders, wenn die Münze dann auch noch viereckig war. Der richtige Spaß fängt ab 90 an, Panzerketten liegen bei 96,99. Oh Gott. Draupnir, hast du das neueste Update schon draufgeschmissen beim Apex? Das 1.28.2? Würde mich mal interessieren. Weil ich muss sagen, ich habe es jetzt auch nochmal draußen getestet, nachdem ich es drauf gemacht habe. Ich finde die Trennung nochmal tatsächlich ein bisschen besser. Also das, was du tonal hörst. Und was sagst du? Bin ich mal gespannt. Ich finde, das Gerät ist geräteabhängig. Ja. Das Leitfeld, okay, da fehlt bestimmt noch was vom Text. Es kommt natürlich immer aufs Gerät drauf an. Und es kommt das, was du findest, also eine Multifrequenz zum Beispiel, finde ich toll. Ne? Eine Multifrequenz gibt uns ja was Physikalisches. Das ist ja Physik. Das ist ja belegbar, dass wir durch verschiedene Frequenzen die Objekte besser finden. Hohe Frequenz Gold besser, niedrige Frequenz High Conductor, also Silbermünzen und so weiter. Deswegen der Garrett Ace 400i, auf den lasse ich nichts kommen. Auch wenn er diese Bimmeltöne hat, diese Hallo kommt in die Kirche. Ding, 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 ding. Auf Silber geht er richtig steil. Der hat 10 Kilohertz, der ist richtig geil. Alles, was kleine Silbermünzen angeht, fetzt er richtig. Das ist auf jeden Fall ein Kriterium, wo ich sage, okay, kann man machen. Aber als Schmucksucher im Park würde ich trotzdem eher die 40 Kilohertz laufen oder die 20, weil ich will ja das kleine Zeug haben und ich will ja nicht nur durch Zufall was finden. Und da finde ich eine Einzelfrequenz besser, wenn ich weiß, was ich suche, also wenn ich es drauf anlege. So wie im Wald zum Beispiel würde ich wahrscheinlich auch eher eine tiefe Frequenz fahren, statt die Multi. Meinte ja, dass ja etwas lang... Ach so, stimmt, hattest du gesagt. Habe ich noch nicht so im Gefühl gehabt. Bum, 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 bum. Genau, das ist ja noch so ein Thema. Die Sondelhexe sagt es ja auch, weil ich laufe ja auch gerne offen. Ich habe euch mal auf dem Crazy Detectors Kanal ein Video gemacht, der nennt sich Camouflage-Effekt. Und da ist es auch so, dass du eine Silbermünze, die neben einem Eisennagel liegt, im schlimmsten Fall gar nicht hörst. Du kannst die Münze sehen und den Nagel nicht. Und wenn der Nagel quer zur Münze liegt und du quer rüber gehst, schluckt der Nagel die Münze. Deswegen gerade, wenn Eisen sind und du einen leichten Beiton hörst, siehst du, jetzt ist das, es ist immer. 5 Minuten vor Ende geht bei mir die Sitzung aus hier. Dann ist es so, dass du dann immer noch diesen 90-Grad-Schwenk machen kannst von der Seite und dann hörst du die Silbermünze getrennt vom Nagel. Also da habe ich lange gebraucht, um mich daran zu gewöhnen, dass ich einfach offen laufe und den Eisenton auch nie ausstelle. Das höre ich auch ganz oft von Anfängern. Ich will kein Eisen. Ich blende es aus und mache den Ton auch noch aus. Das ist immer so. Der ist nicht so schnell wie in der Single-Frequenz. Okay. Ja, Deus 2 können wir nochmal schnell machen. Ist ja leider wieder so ein Thema. Ich habe jetzt zwei Varianten gehört. Auf der einen Seite habe ich gehört, sie wären angeblich unterwegs aus Frankreich. Haben sie zumindest über WhatsApp und so geschrieben. Und ansonsten, ich weiß nicht, ob es heute oder gestern war, habe ich gehört, es verschiebt sich schon wieder in den Februar rein. Also im Moment weiß keiner, was richtig Phase ist. Ne?
Kann es sein, dass die Geräte seit Dezember schon mit dem zweiten Update ausgeliefert werden? Bin ich nicht sicher. Also ich hoffe nicht, dass sie sich getraut haben, dass sie mit dem, dass sie die ausliefern mit dem 1.28.1, weil da habe ich ja damals richtig Rabatz gemacht und mich aufgeregt, dass das so scheiße war. Das haben sie, ich weiß, hatten sie es runtergenommen? Nee. Das 1er? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ne? Weil ich schimpf ja immer. Ich mache dann richtig einen Max, weil es war so, dass den Amis das nicht aufgefallen ist, aber uns, weil die Cent-Münzen, also 10, 20 und 50 Cent-Münzen, die ein bisschen korrodiert waren, also die ein bisschen im Salzwasser gelegen haben, die haben einen Eisenton abgegeben. Und das war auch noch durch Zufall, dass ich mit Andreas auf an der Ostsee gesucht habe und da waren natürlich diese Münzen und ich sag dann, nachdem ich das Update drauf gemacht habe, boah, was ist denn das für ein Scheiß, sag ich. Ich höre hier nur Kronkorken. Und dann habe ich gegraben und da kam Euro raus. Der hat es auch gemacht. Und dann habe ich Gerrit angeschrieben und gefragt, was das soll. Ich sage, sag mal, seid ihr bekloppt? Dann haben die mir gesagt, naja, in euren deutschen Münzen ist ja Eisen drin. Dann sage ich, na klar, glaubst du, ich bin so blöd und packe jetzt 1, 2 und 5 Cent dahin, um mich zu Max machen hier? Ich sage, nee, habe ich nicht. Und dann habe ich denen die ganze Zusammensetzung geschickt mit dem Messing und so weiter. Und daraufhin hat er gesagt, oh, das ist aber kacke. Ich mache dann auch immer gleich Videos, wenn ich sowas sehe und schicke denen das. Ich mag das Gebimmel lieber als das Schnattern oder Gequietsche. Ich mag tatsächlich das Gequietsche lieber. 5 ist irgendwie so der Wohlfühleinsteller. Ah, okay, das ist. Achso, 5 Ton. Hm. Heiko, hilf mir, der Stefan hat was auf die Augen, braucht eine große Spule für den Eurotech Pro. Achso. Ja, eigentlich nicht. Ja, aber welche denn? Das weiß ich ja nicht, welche du brauchst. Eurotech Pro, das ist doch Richtung Diefenbach. Da würde ich mal beim Jens anfragen. Der weiß doch eher, der hat wahrscheinlich die Core Strike. Ich weiß nicht, ob ich da rankomme. Schreib mich nochmal per Facebook an oder erinnere mich mal dran. Ich gucke mal, ob ich die rankriege. Bei Eurotech, wie gesagt, ich glaube, da laufen sie alle die Cores drauf. Ich bin aber nicht sicher. So, haben wir noch was? Also 2 Minuten überziehen wir jetzt. Ich hoffe, das war generell interessant für euch heute. Ja, ich habe auch einen ganz trockenen Mund schon. Ich habe schon dreimal fast einen Herzinfarkt gekriegt. Guck, das Mikrofon fällt auch schon um. Jetzt kriege ich Schokolade. Ich glaube, da drin irgendwo. Da. So. Ich wäre für ein neues Update beim Apex. Tausche US-Coins gegen Pro-Modus. Oh ja, das wäre auch schön. Das wäre richtig schön. Das ist aber lieb. Ist ja hier. Bitte nicht, ich hoffe, der ist. Achso. Also, was mein Wunsch bei Gerrit wäre, wäre tatsächlich das Suchverhalten vom Apex, weil das ist wirklich nicht schlecht. Also, da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Mit der kleinen Popelspule, hier mit der, die sieht so mickrig aus, aber die reißt richtig lecker. Also die macht richtig, richtig Dampf. Aber ich würde auch gerne den Pro-Modus haben vom AT Pro, was die Töne angeht. Ich finde bis heute die Töne vom AT Pro einfach super und das wäre was Schönes für mich. Was ist denn so das Tiefste, was er mit einer Doppel-D-Spule gefunden hat? Jetzt würde der Mario sagen, lass mich in Ruhe mit deinem Scheiß. Ich habe letztens auf 85 cm ein Stromkabel ausgegraben. Das weiß ich noch, Alter. Ein Riesenkrater und dann hat er unten im Acker ein Stromkabel ausgebuddelt. Der Landwirt wusste nicht mal, dass da eins ist. 30 cm. Also 85 habe ich gesehen. Habe ich hier auf dem Handy irgendwo. Ich selber habe das Tiefste, was ich hatte, war bei 70 cm. Damals mit dem AT Pro mit der Standardspule. Auf einer Stelle, die bebaut werden sollte, war mal eine römische Siedlung. Da haben wir auch einen Steinzeitball gefunden und dann habe ich ein Signal gehabt, es war arschkalt, es war so, also 3-4 Zentimeter gefroren alles und das Signal wollte ich haben. Das war ganz leise und dann habe ich angefangen zu graben und 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 dann irgendwann wurde es lauter und ich war bei 75 ungefähr, 70, 75 Zentimeter, wir durften ja so tief, wie wir wollten, weil bebaut werden sollte. Da hat es plonk gemacht. Boah, da ist mir der Stift gegangen. Ich habe echt gedacht, ich habe den Jackpot jetzt. Dann fasst du so rum und dann merkst du so einen Rand. Ich sag, Leute, das ist ein Pott.
Ich weiß gar nicht, ob. Michael, warst du damals dabei? Oder war der Dings dabei? Ich weiß. Auf jeden Fall habe ich so rum. Ich habe richtig, da geht dir richtig die Pumpe. Weil was erwartest du denn da? Und Greif so, Alter, das hört gar nicht auf, das wird immer größer. Und Greif so weiter rum. Boah, ich sag, das muss so groß sein. So, und dann geht dir richtig die Pumpe und dann willst du das Ding raushaben. Und was war's? Kochgeschirr aus den 70er Jahren. Haben sie da einfach eingegraben, die Schweine. was ist denn zum Beispiel, beziehungsweise verhält sich das nochmal beim Gauss-MD mit dem Trick Spitze anschwenken? Ach so, das ist eher dieses Zucken. Ne? Das funktioniert, das, was ich dir gezeigt habe. Ne? Der Alex habe ich das auch gezeigt beim Simplex mit den Kronkorken, weil der Simplex, böse Zungen behaupten, das findet ja auch Kronkorken, wenn er aus ist. Es ist halt schon schwerer, wenn neuere Kronkorken sind und wenn man dann die Spule so rüber bewegt und dann so leicht anzieht, das funktioniert bei allen, dann sackt der Leitwert ab. Das hörst du eindeutig und dann fängt er an zu kratzen. Natürlich kann es jetzt sein, dass zwei Objekte nebeneinander liegen, dass es im Idealfall auch was Gutes gewesen wäre, aber das ist eigentlich eher nicht. Probier das mal aus mit dem Kronkorken. Dann zieht ihr das an und dann kommt das durch. Dann hört man das besser. So, danke für deine schöne Sendung, habe einiges gelernt. Das freut mich. Das ist der Hauptgrund und deswegen mache ich das. Och, es sind noch so viele Fragen. So, ich habe 4 Minuten überzogen. Leider ist die Zeit um. Ein Topfdeckel in 80 ist auch nicht viel besser. Also, wenn ihr noch Fragen habt, gerne per WhatsApp an die Shop-Nummer vom Crazy Detector Shop. Und ansonsten auch unter das Video. Ich beantworte ja alle oder ich versuche alle Kommentare zu beantworten. Und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Hast du auch wieder was gelernt? Ich habe auch wieder was gelernt. Hast fein gemacht. Hast du gerade gesagt, du bist nie mal nicht eingeschlafen? Hast du jetzt gesagt, ich bin mein... Hast du noch nicht vom Schokoriegel abgebissen? Meiner ist so. Schon an. Achso, warte mal. Wo schreibt er das? Nein. Ja genau, oder anrufen. So, also, ich würde mich freuen, wenn ihr den Crazy Detectors Kanal mal abonniert. Das ist ja der neue für die ganzen Tutorials. Deswegen ja auch... eigener Shop und so, wisst ihr ja. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr den abonniert, weil der ist halt noch relativ klein, aber hat schon extrem viele Videos drauf. Dann auch gerne einen Daumen hoch und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, in diesen Livestream reinzukommen, dass ihr in so einem kleinen Fensterchen hier oben irgendwo seid und mitreden wollt, dann schreibt mir, dann machen wir einen Termin aus, dann könnt ihr gerne zukommen. Auch, ist mir egal, ob ihr einen Shop habt oder nicht, ne? Oder auch Heiko mit mit Sponsoren, ist mir Rille. Ihr wisst, ich bin immer offen für alles. Und auch wenn jemand einfach so anrufen will. Alex hat gelernt, dass sie näher ans Mikro muss. Ich mache das Mikro ja zwischendurch immer aus, damit ihr das nicht doppelt. Willst du mich schon wieder bewerfen? Ich würde, wenn du mich noch einmal sagst, ich schmeiß meine Münzen. Oh ja, die nehme ich. Das ist übrigens mein Lieblingsgeräusch. Das ist geil. So, also, in diesem Sinne, Kanäle abonnieren, Daumen drücken, im Shop vorbeigucken und wenn ihr Fragen habt, haut sie per WhatsApp rein. Schön vom Thema abdenken. Achso, ja. Also, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen. So, jetzt kriegt ihr noch das schöne Outro. Und dann esse ich die ganze Packung Kinderriegel auf. So, also bis später.